Willkommen zurück zu Builders of Greece in unserem kleinen Gigaberg. So, wir haben ja jetzt im letzten Part die erste Schlacht verloren. Aber auch nur, weil ich Geld sparen wollte. Toll. Okay, also wir sollen jetzt die Ding bauen. Das Forschungsbüro, sagen wir es mal so. Wo haben wir es denn? Hier ist es, wir brauchen 4 Bretter. Okay, das heißt jetzt für uns, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden noch einen zweiten dazu machen. So. Sattle. Und wir machen dann noch einen zweiten Bretterdinger-Ding ins Kirchensägewerk. Jetzt. Ich hoffe nur nicht, wenn wir den jetzt hier hinbauen, verliert er dann. Egal. So. Die Bretter können wir später dann vielleicht auch mit viel Glück dann über den Seehandel verkaufen. Das gucken wir einfach mal. Ah ne, er verliert nicht. Sinner. Okay. Sind zwar nicht ganz bei 100%, die hätten wir jetzt ein bisschen weiter auseinandersetzen müssen, aber dann ist es halt so. Okay, dann. Neue Gebäude. Was fehlt uns? Holz. Wir brauchen wieder Mitarbeiter. Aber ihr dürft auch eins nicht vergessen, man kann auch hier unten, ne, mit 1, 2, 3 und so, ne, kann man auch schnell Leiste benutzen. Das geht auch. Aber ich klicke immer gerne rum. So, da müssen wir wahrscheinlich auch mal einen neuen nachziehen. Weil der Wein kommt auch nicht so richtig hinterher. Ich habe eigentlich gedacht, das reicht so und alles ein bisschen, aber irgendwie nicht so richtig. Oder wir wachsen einfach zu schnell. Das kann natürlich auch sein. Ne? Das kann natürlich auch sehr gut möglich sein. So, wie viel hat er noch Stein? 182. Ich bin jetzt sogar noch hart am Überlegen, ob wir noch einen dritten machen, ne? Einfach fürs Holz allgemein. Ja. Ich meine, wir könnten die hier machen und dann hätten wir eine höhere Stufe. Aber ich glaube, das reicht so. Ich bin mir halt aber auch nicht sicher, ne? Okay, jetzt bauen wir erstmal dieses Gebäude. Weil das Zeug haben wir jetzt dafür. Das geht besser. Ja, stellen wir hier hin. So, das ist jetzt unser Forschungsgebäude, kann man sagen, ne? Und hier haben wir dann unseren kleinen Forschungsbau. Und der ist ganz klein, das reicht aber für den Anfang völlig aus. Ne? Und jetzt könnte man praktisch ein paar Sachen erforschen. Und wir brauchen ja eh den Seehandel, also machen wir den auch. Und ich sehe auch, wir haben auch fast kein Geld mehr, ne? Das wird dann schon ein bisschen bitter. Aber wir brauchen wieder Häuser. So hart wie es klingt. Wir brauchen wieder Häuser. So, weiter möchte ich auch nicht nach oben bauen. Das reicht hier dann so, ne? Dann gehen wir lieber eher in die Richtung nochmal ein bisschen. So. Dann können wir das jetzt hier mal runterziehen. Ja, alles ziemlich quadratisch, praktisch gut. Aber ich mag sowas. So. Und da können wir leider nichts mehr reinsetzen. Nur noch ein Haus dann, ne? Vielleicht sogar zwei. Mal gucken. Schauen wir mal. So, der Handel geht durch. Der Fisch kommt auch kaum noch hinterher, ne? Das ist auch alles so ein bisschen wenig. Das gefällt mir nicht. So. Dann machen wir das lieber so. Ich setze mal von mir aus hier nochmal eine Straße hin, damit es einfach ein bisschen besser aussieht. Dann holen wir nochmal ein bisschen Wein. Können wir nicht, weil, was fehlt uns? Wahrscheinlich Holz, ne? Ja. So. Und dann setzen wir das mal jetzt hier so dran. Dann sieht das auch fast aus wie ein Feld, hä? Aber auch nur fast. So, wie viele Steine haben die hier noch drin? 241, das passt. So. Okay. Wir haben ganz schön wenig Mitarbeiter, muss ich euch ehrlich sagen. Und jetzt können wir halt leider nichts mehr hier hinbauen, ne? Na, müssen wir mal gucken. Dann müssen wir den mal hier noch hinmachen, weil der hat ja hier noch eine Straßenverbindung. Das sieht alles nicht ganz geil aus, aber was wollen wir machen? Aber die sind zwar alle zufrieden, aber irgendwie sind das zu wenig Leute, ne?
Obwohl wir schon wieder neue Gebäude dazu hingebaut haben. Naja. Wir wachsen ganz schön schnell. So, wie sieht es aus mit dem Seehandel? Sind wir bei 89%. Sehr schön. Und dann geht das schon mal vonstatten. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir nochmal welche dazu bauen, ne? Weil wir brauchen die Jungs ja. Aktuell ist die Arbeitseffizienz bei 80%. So, dann haben wir den Seehandel gebaut. Weil das Problem ist ja an der ganzen Geschichte, wir müssen ja später auch noch die Häuser aufwerten, dann wir kriegen ja keine mehr dazu, wir verlieren ja immer mehr wieder welche, ne? Ich setze die jetzt da nochmal damit dazu. Wir bauen nochmal ein paar. Da lassen wir wieder einen Weg zwischendrin. So. Okay. Gut. Also, und dann machen wir mal die Steine. Also die Steinbruchgewinnung und die Effizienz. Ne? Und dann gehen wir Richtung Straßen. Also Steinstraßen. Ja, da sind sie einfach schneller unterwegs und effizienter. So, dann haben wir den Seehandel. Der müsste hier sein, ne? Ja, da ist der große Hafen. Also der kleine Hafen, sagen wir es mal so. So, und der muss ja hier so ein bisschen gebaut werden. Ich hoffe, dass der Fischer dann daneben ranpasst. Jetzt passt mal auf, wartet mal. Weil ich möchte gerne da noch dann später noch einen hinbauen. Okay, das heißt, wir müssen dahin. Ne, das reicht dann so nicht. Wir machen den mal so hin. So. Und dann haben wir das. Und jetzt können wir. Ja, ja. Die Werkzeuge einkaufen, die wir brauchen. Kaufen bis 10. Das reicht erstmal. Und rein theoretisch können wir jetzt hier das Holz und so Zeug verkaufen. Ich habe gedacht, wir können auch Bretter verkaufen. Okay, anscheinend nicht. Schade. Dann passt das. Dann kaufen wir jetzt mal, bis wir die Werkzeuge zusammen haben. Kostet uns jetzt halt alles Geld, ne? Aber wir haben jetzt mehr Mitarbeiter, die wir eigentlich brauchen. Und jetzt kommt eben das ganze Bronzezeitalter und. Das müssen wir halt alles erforschen jetzt. Jetzt sind wir schon ein bisschen im Midgame, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also immer noch an den Anfängen, aber wir müssen das jetzt alles erforschen, damit es halt besser läuft. Ich würde dann auch Weizen machen, sodass wir dann das Bier machen können. Ne? Okay, dann werde ich jetzt aber schon mal wieder hingehen und neue Häuser setzen, damit wir die anderen dann praktisch dann hochstufen können. Und es tut mir leid, dass das alles so quadratisch praktisch gut aussieht, aber ich liebe halt einfach ein geordnetes System, sagen wir es einfach mal so. Perfekt. Ich liebe es einfach. So, jetzt aktuell haben wir nichts mehr zum Essen. Warum? Hat er sich wieder, haben sie sich wieder verbuggt? Nee. Warum haben die aktuell nichts zu essen und nichts zu trinken? Versteht auch keiner, ne? Keine Ahnung, jetzt ist alles wieder da. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es ein bisschen komisch. Aber Ding ist ein bisschen schwierig. Gut, wir haben jetzt auch gerade ein bisschen wieder was gebaut. Aber jetzt müssen wir halt warten, bis das fertig ist. Und dann gehen wir erstmal auf Weizen, wie gesagt. Damit wir die Weizenfarben machen können. Und Bier brauen können. So, dann haben wir das. Ah, die Straße hätte ich jetzt auch gerne, ne? Ja, Geld fehlt langsam auch. Jetzt machen wir erstmal die Weizen. Das Weizen, nicht die. Und das können wir entweder hier hinstellen, würde ich sogar eher schon fast sagen. Oder eher hier so. Ja. So, dass wir hier immer schön am Ding entlang gehen hier. Ja. Schön am Lagerhaus entlang. Von mir aus da hinten lang noch. Und der Rest, warte mal. So. Jetzt lasst mal gucken. Also das mit dem Wein normalisiert sich langsam. Jetzt haben sie auch immer wieder was drin. Das heißt, sie produzieren jetzt auch genügend. Wie sieht es aus? Wie viel Wein haben wir drin? 8, das passt. Okay, also dann eine, dann wahrscheinlich ein Feld, eine Produktionsstätte. Würde ich jetzt mal sagen. Also 1-1. Wir können jetzt mal schon mal hingehen und nochmal zwei Häuser aufwerten. Wir haben ja immer noch genügend.
Das passt. Es ist die Frage. Die brauchen ja meistens alle immer nur Holz, ne? Gut, hier könnten wir Fleisch machen. Der Jäger hier arbeitet und versorgt ihre Bullen mit Fleisch. Das könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? Können wir den? Ja, hier ist er nicht effizient genug. Hier ist aber auch nicht effizient. Der muss eigentlich richtig freistehend sein. Aber so hätten wir zwei Nahrungsmittel drin. Sollten wir eigentlich auch mal machen, ne? Zwei Nahrungsmittel sind halt besser als gar keine. Also nur eine, meine ich. Das passt so. Also machen wir den dahin. Machen wir den mal dahin. So. Und dann müsste man eigentlich schon das Fleisch mal hier hin machen. Dann machen wir hier den Wein hin. Das machen wir jetzt alles mal weg. Das setzen wir uns dann hier vorne hin. Und zwar Wein. Ach Quatsch, was mache ich? Bretter, Holz, Stein und hier vorne kommt dann der Wein hin. So. Nennen die jetzt zwei Nahrungsmittel und dann ist das ganz gut, ne? Dann können die das so ein bisschen abwechselnd was essen. Das ist okay, auch wenn wir immer wieder Null haben und so, ne? Das ist nicht so schlimm. Oder sollten wir da einen zweiten hinmachen? Ja, das Problem ist, der ist dann nicht effizient genug. Hier auch nicht. Den müssen wir dann wieder weiter hier drinnen bauen. Machen wir das auch nochmal, komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Hauptsache die Bevölkerung hat Essen und geht da unten nicht auf die Barrikaden und streikt und so ein Kack. Sind wir doch mal ehrlich. So, also, dann haben wir das jetzt auch und dann gehen wir jetzt in die Ding rein. Okay, dann können wir jetzt die Felder bauen. Und dafür brauchen wir Bretter sogar, sind wir? Perfekt. Halt, das ist aber doch, das ist der. Dann... Wie setzen wir den jetzt? Eigentlich müssen wir den genau so setzen wie ihn hier. Hier. Oh, Schatzfund. Auf der Baustelle halten Freudenrufe wieder, oder halten Freudenrufe wieder, als sie bei dem wertvollen Schatz geborgen haben. Wir geben den Leuten. Ja, wir brauchen aktuell kein Geld, weil dann ist die Lebensqualität ein bisschen weiter oben. So, dann machen wir den jetzt hier hin, ne? Würde ich sagen. Ja. Und das Ding dann noch mal da rein. Wieder mal. Ihr wisst Bescheid. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die gesetzt habe hier. Die habe ich aber scheiße gesetzt jetzt. Können wir den nochmal abreißen? So. Und dann nochmal das Weizen. Nochmal. Genau. So. Einmal bitte hinpflanzen. Sehen wir auch mal wieder was. Ich weiß gar nicht, ob er das trotzdem da hinten abarbeitet oder nicht. Das werden wir dann sehen, ne? Ob er das damit reinnimmt oder nicht. Okay. Sehr schön. Dann können wir hier nochmal die Straße erweitern. Und dann machen wir hier die Bierproduktion hin. Oder auch nicht. Müssen wir die erst erforschen? Ne, normalerweise müsste die freigeschaltet sein. Mit der Produktion. Also wir können jetzt jederzeit Bäckereien... Ach so, stimmt ja. Ist ja im zweiten Tab. Und dann eine Brauerei. Zwei Stück. Wunderbar. Dann kriegen sie Wein und Bier. Wichtig.
So, jetzt sind sie hier schon am, naja, am Sterben. Supi. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann deichseln. Vielleicht müssen wir dann mal Kräuter anbauen oder so. Na, hier, da. Medizin. Kräuter sammeln und. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann hier deichseln werden. Weil sonst sterben sie uns hier weg. Nun gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sind wieder am Ende eines Partes. Und es wächst und gedeiht so langsam. Die kleine Städtchen hier, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir machen werden. Das werden so bestimmt so ein paar Stück werden es. Hundertprozentig. Nun gut, dann hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr den Part schaut. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich im nächsten Video wieder von Builders of Greece und unserem kleinen Gigaberg. Bis dahin, schön mit Öl.